Mahlzeit. Ich bin gerade dabei, meine ganzen Akkus mal wieder ein bisschen zu betüddeln. Was mich immer schon mal interessiert hat, ist, was mit einem Bedini-Motor passiert, wenn er keine wenn er keinen mechanischen Widerstand hat. Also ich klaue ihm die Atmosphäre und das Einzige, was er dann noch an Widerstand hat, ist die Reibung des Kugellagers. Ich habe das gerade schon mal durchgespielt. Ich war sehr verwundert. Ich zeige euch das mal. So, das ist ein ganz normaler Bedini, der hier an diversen Akkus dranhängt. Dann stülpe ich meine Vakuumglocke darüber. Das ist das. Das ist ein Pflanzglas aus dem Baumarkt. Das ist einfach eine Flanschplatte mit einer Dichtung. Habe ich mir einen Unterdruckanschluss dran gemacht. Vakuumpumpe mit Manometer. Schauen wir mal, was mit dem Bedini. Ich habe ein Messgerät hier. Ich messe mal ein bisschen. Ich werde den Eingangsstrom messen. Ich habe hier drin Photoflash-Kondensatoren, eine ganze Menge. Also ich habe einen gleichmäßigen Strom auf der Eingangsseite, also nichts Gepulstes. Da kann ich dann relativ genau messen. Und ich messe dann die Ausgangsspannung beim Laden. Wenn der Rotor im Vakuum ist und wenn er normale Atmosphäre hat, konnte ich was Erstaunliches gerade bei beachten oder betrachten. Ich zeige euch das mal. So, einmal Vakuumglocke drauf. So sieht das Ganze dann aus. Ach Scheiße. Ich muss mal den Ständer holen. Ich stelle das Tablet jetzt mal hier hin einfach. Ich hoffe, man kann das sehen. Ja. So, der Bedini-Motor läuft jetzt, lädt jetzt die ganzen Akkus da hinten. Ich nehme jetzt mal die Ampelmesszange. Gehe auf Milliampere, mach relativ, dass er Nullpunkt hat. So, der zieht jetzt. Also das ist ein glatter Gleichstrom, den er zieht, weil er Pufferkondensatoren da drin hat. 270 Milliampere zieht er jetzt. Und jetzt klaue ich ihm mal die Atmosphäre, dass er theoretisch keinen mechanischen Widerstand hat. Ich muss das jetzt mal ein bisschen runterdrücken, bis er einmal gepackt hat. So, jetzt fängt er an, Vakuum zu ziehen. Ja, hat er gepackt. So, wir haben jetzt schon fast ein halbes Bar minus. Und das ist die Stromaufnahme am Eingang. Also der Bedienmotor zieht mehr Strom, wenn der Widerstand. Und jetzt sind wir schon deutlich über 300 Milliampere Stromaufnahme. So, jetzt haben wir fast Vakuum, fast. Wir sind bei 350 Milliampere. Den Lärm ausmachen. So, wir haben jetzt fast Vakuum.
und wir ziehen 350 Milliampere ungefähr. Jetzt gebe ich ihm mal wieder Atmosphäre. Und seht ihr, die Lüfterdrehzahl fällt wieder und die Stromaufnahme sinkt wieder. Wir haben wieder 270 Milliampere. Ja, gut, könnte man meinen, gut, er dreht sich schneller, zieht etwas mehr Strom, sollte dann auch etwas mehr rausschmeißen. Gerade mal die Spannung gemessen, dem ist meiner Meinung nach nicht so. Spielen wir jetzt noch mal durch und schließen den jetzt mal am Ausgang. Ich habe da diese Akkus dran. Die Gesamtspannung messen wir jetzt mal am Ausgang. Zack. Zack. Gesamtspannung 79,1 Volt. Die ist jetzt sehr konstant. Also da passiert nicht viel. Normalerweise, wir haben ja gerade gesehen, dass er mehr Strom zieht im Vakuum. Jetzt gucken wir uns mal, wie der Spannungsverlauf am Ausgang ist. Muss man schon aufmachen, das Ventil, sonst wird das nicht. So, jetzt hat er wieder gepackt. Das ist die Akkuspannung. Akkuspannung fällt ganz leicht. Wir haben jetzt minus 0,5 Bar. Rotor dreht sich natürlich wieder merklich schneller. Akkuspannung fällt weiter. Akkuspannung fällt weiter. So, wir haben jetzt wieder fast Vakuum. So, der hat ja jetzt, der Rotor hat ja im Vakuum, hat er am Eingang der Bedini eine höhere Stromaufnahme und die Akkuspannung fällt. Jetzt gebe ich ihm wieder Atmosphäre, das heißt, der Rotor hat wieder eine mechanische Belastung, also wird abgebremst. Gehe ich das mal daneben. So, jetzt hat der Bedini-Motor wieder normale Atmosphäre. Rotordrehzahl sinkt wieder und die Akkuspannung krabbelt wieder nach oben. Ja. So. Also so wie es aussieht, dass man den Wirkungsgrad noch verbessern kann, indem man die Reibung oder den Widerstand des Bedini-Rotors verringert, noch verbessern kann. Ja, sieht nicht danach aus. Der zieht im Vakuum am Eingang einen höheren Strom und die Gesamtspannung der zu ladenden Akkus wird kleiner, wenn der Rotor widerstandsfrei drehen kann. Ja. Schauen wir mal, wie es so weitergeht. Tschö.